Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mit dem Flodiceus. Wie ihr schon im Hintergrund seht, wir sind wieder im Subnautica. Und letzte Folge waren wir auf der Insel. Und ich hatte da auch einen Kommentar von einem guten Larry. Erstmal wegen den Sachen, die ich da mitnehmen hätte können, von den Früchten, dass ich die verfault trotzdem noch anpflanzen kann. Und dass er noch ein PDA war. Das PDA habe ich schon abgeholt, gerade eben einmal. Das war jetzt aber nichts zum Craften oder so. Es waren nur irgendwelche Daten. Also jetzt für mich gerade nichts immens Wichtiges, würde ich mal so behaupten. Und ich habe mir jetzt überlegt, was man denn jetzt so als nächstes machen könnte. Könnte natürlich als nächstes auch in den nächsten Folgen, in diese Folge noch nicht, weil wir haben den Strahlenschutzanzug noch nicht. Oh gut, braucht man auch nicht unbedingt viel für, dass man in den nächsten Folgen mal auf die Aurora gehen kann. Voice Crack. Dann wäre mein Plan ein Konstruktionswerkzeug, damit wir anfangen können, die Basis zu bauen. Dann hatte mir Larry offline noch den Tipp gegeben, also als wir im Call waren, meine ich, mir diese Schubkanone zu craften, falls meine Seemodel mal wieder stuck sein sollte, dass man das damit auch versuchen könnte. Dann muss man das nicht so mit komplizierter schwarzer Magie machen, wie ich das gemacht habe. Und dann wäre noch mein Plan, auch das erste Tiefenmodul zu craften. Einfach nur um zu Stationen wie, ich hatte doch gerade eben noch offen, noch an, wie die, zum Beispiel das hier, was nur so 250 Meter tief ist, weil dann können wir jetzt 200 Meter tief und 50 Meter, die kann ich ja dann wohl noch schwimmen. Der Idiot weiß nicht, dass er schon 200 m tief tauchen kann. Dann könnte man sich die Sachen nämlich schon mal anschauen. Das wäre jetzt so mein Plan. Fasergewebe. Was brauche ich für Fasergewebe? Pflanzenprobe. Habe ich die noch irgendwo? Eine haben wir noch. Habe ich, warte, nehmen Sie mal mit. Vielleicht habe ich drin auch noch eine. Achso, genau, wir haben ja auch noch ein Notsignal. Ja, wir haben ja auch noch eine, perfekt. Dann einmal Fasergewebe und dann müsste ich ja den Anzug schon mal herstellen können. Wait a minute. Mal herstellen können. Achso, ich brauch's zweimal. Okay, never mind. I said Kasa. Why do I have to record this anyway? Send immediate variable detail. Signal location uploaded to PDA. Okay. In 175 Metern Tiefe. Wie tief können wir nochmal mit der Seemotte? Warte. Ne, wir können noch mit der Seemotte 200 Meter Tiefe, oder? Welcome aboard, Captain. Ist das Modul, damit ich damit 300 Meter tief kann, oder? Ich kann mir leider nicht angucken, wie tief ich kann. Noch, ich glaube, ich kann 200 Meter tief mit ihr, oder? Ja, da oben steht 200 Meter. Dann bräuchte ich das Modul ja gar nicht rein theoretisch, um da runterzukommen. Aber dann komme ich damit 300 Meter tief und dann komme ich da noch easier hin. Und so, nochmal Fasergewebe. Strahlenschutzanzug. Sehr gut. So, Anzug haben wir alles an. Achso, das ist schon gleich mit Maske. So, ich dachte, ich wusste gerade nicht mehr, ob ich diese andere Maske extra brauche. Ja, gut. Dann hätten wir den Strahlenschutzanzug schon fertig. Was brauchen wir für das Konstruktionswerkzeug? Ein Computerchip. Was brauchen wir für den Computerchip? Halt die Fresse! Das war meine Alexa. Ich darf dieses Wort nicht sagen. Was brauchen wir für diesen Chip? Tischkorallen, Gold, Kupferdraht. Ist jetzt nichts verheerend Schweres, was man braucht. Aber was ich brauche, ist Platz. Gold haben wir. Das heißt, ich brauche nur noch ein, zweimal Kupfer. Also einen Kupfer habe ich scheinbar, ja. Aber noch einmal Kupfer brauche ich. Danke. Korrekt. Hallo? Ja. Dann Kupferdraht. Computerchip. Sehr gut. Erweiterter Ersatzkabel. Hä? Erweiterter Ersatzkabel. Sprachenlernen, Bubble. Kabelsatz. Mit CPU für fortgeschrittene Konstruktion.
Stable. Kabelsatz. Und Werkzeug. Konstruktionswerkzeug. Perfekt. Schön. Schön, schön, schön. Wäre eigentlich... Ja. Kann man eigentlich easy machen. Ja, Leute, Leute, wir gehen jetzt zur Aurora. Ich mache mich nur kurz fertig hier mit Essen und Trinken. Und dann gehen wir jetzt schön zur Aurora, weil... Bringt ja auch nicht noch länger auf sich zu warten. Und wir brauchen mehr Sachen. Ja, auf geht's zur Aurora. Überhaupt nicht Angst vor tiefen Meeren. Und wenn ich dann noch weiß, dass sowas, ne, kommt wie so ein Leviathan. Aber ist okay. Einfach den Leviathan nicht kommen lassen. Weißt du? Einfach sagen, halt, stopp, ich bin erwachsen. Ich bin stolze 21 Jahre. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Eins weise Dory once said, Alter. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich habe schon vor dem Reaper Angst. Letztens hat mir Larry von einem noch viel größeren Leviathan erzählt. Holy Macaroni, Alter. Wer der jetzt hier drin? Und ich würde auf den treffen. Ich glaube, ich würde vor lauter Angst quitten. Weiß ich nicht, vor Angst das Spiel deinstallieren oder so. So, erstmal Messer ausrüsten. Laserschneider könnten wir potenziell gebrauchen. Konstruktionswerkzeug packe ich rein, damit ich die Batterie switchen kann. Eine PDA. Aurora Ingenieur-Drohnenaufzeichnung. Schubkanone. Running on local reserve power, unable to remotely download black box data. Konnte ich hier durch? Ich weiß es nicht. Ja. Ach, Bro. Bro! Bro! Hör doch auf! Wir wollen nicht sterben. Altera startet die Aurora. Das wäre jetzt echt unpraktisch, wenn ich die Schubkanone dafür brauche. Ich kann ja einfach mal eigentlich auch einfach kurz im Internet schauen, ob ich wirklich dafür die Schubkanone brauche. Okay, Leute. Ich habe jetzt schnell eine Schubkanone, jo. Gecraftet. Bro, könnt ihr mich jetzt mal aufhören anzugreifen? So, ich habe mir auch nochmal das Medkit aus der Base mitgenommen. Oh, nochmal eine Batterie. Nett. Brauch hier einen Code. Flugdatenschreiber. Oh! Nett. Krebsfragment. 1 von 4. Nett. Dann können wir den nämlich auch schon bald bauen. Das wäre natürlich auch geil. Gehen wir mal weiter hier lang. Ich habe keinen Feuerlöscher mehr. Verkaufsautomat. New Blueprint acquired. Bro, hier gibt's viel zum Scannen auf jeden Fall. Acquired. Hallo, ich habe den noch gerade erscannt. Was haben wir da jetzt bekommen? Was? Tagesmenü. Geil, das kann ich mitnehmen. In der Vorratstasche ist natürlich nichts drin. Die ist leer. Ja, dann brauche ich es auch nicht mitnehmen. Wäre zwar extra Storage, aber... Brauche ich jetzt gerade nicht. Hier brauche ich auch schon wieder einen Code. 1-1-1-4-5-4. Okay, ich mach das jetzt wirklich, weil ich bin nicht so der PDA-Sucher und wirklich drauf achte. Ich spiele das Spiel einfach nur wegen des Spiels willen. Sorry, Bro, weiß nicht, dass der Code zum Lategame gehört. So ein Idiot. Ich suche nach den Codes einfach, bin ich ehrlich. Ganz ehrlich, normales Doppelbett. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich will auch nicht jedes Mal, wenn ich was neu gefunden habe, wieder hierher kommen müssen. Aurora Mini mitsammeln. Neptuns Rettungsrakete? Bitte was? Ja. Ich schaue jetzt einfach nach den ganzen Codes, Leute, weil, ne? Ich hoffe, ihr versteht das. Fauler Hund. Blaue Kappe. Ja, verantwortungsvolle, unabhängige Beziehung.
Da ist nochmal Heal. Hallo, ich will den Heal. Danke. Geil, ein kleines Plüschtier. Süß. So, das ist jetzt einfach dieser Perfect Run-Through, den man sich auf YouTube anschauen kann, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, nach den Codes und sowas sucht. Beziehungsvertragsrechtliche Aufzeichnung. In Kabine 7 werden wir wohl nie reingehen. Hier weiß ich nicht, ob ich gerade schon drin war. Ne, hier ist noch ein Medkit. Ist auch noch eine Batterie. Sehr gut, sehr gut. Wichtig und richtig. Ich glaube, dann sind wir an dieser Stelle hier. Hier. Betonung auf hier. Fertig. Ah, okay. Dann ist das der Lab Access. Genau, wo es dann wo die beiden Türen dazu gehören. Integrating new PDA data. Stoßkanone. Ist das jetzt schon 1, 4, 5, 4? Ja. Transstartprofil Altera Gesellschaft. Ist wirklich ein Haufen trinken und hast nicht gesehen, also. Perfekt. Brauch sogar das Reparaturwerkzeug hier. Jetzt mir sagen, da oben gäbe es dann. Ich glaube, da war nämlich auch so eine kaputte Tür, die ich hätte reparieren können. Seemotte brauche ich ja nicht. Das würde jetzt auch nur Platz verbrauchen. Aber hier gibt es noch PDA. VR-Raum-Aufzeichnung. Seemotten-Tiefenmodul. Das schenken die mir hier. Ja, scheiß drauf. Geil. Ich finde es wundervoll, wie es einfach eine spontane Entscheidung war, heute doch in die Aurora zu gehen. So, PDA, Aurora Hilfsmissionsbefehle, bisschen Heal, mein Inventar ist voll, nur mal was süffeln, Alter, so viel. Ja. Integrating new PDA data. Das Krebsdog. Ach lol, dann wäre ich auch von hier einfach da durchgegangen. Den kann ich scannen? Bin ich von hier gekommen gerade? Ja, genau. Das heißt, wir gehen jetzt Richtung Maschinenraum. Aha, kommt mir irgendwie bekannt vor. Lag? Achso, ja, jetzt muss ich einen Haufen Lags reparieren. Wusste ich doch, das kommt mir bekannt vor. Da ist wieder ein Zyklopenmodul. Irgendwas, was ich erscannen kann. Achso, ich kann das Lag erscannen. Ja, das brauche ich nicht erscannen, das kann ich reparieren. Ich weiß nicht, ob es hier im Wasser Dinge gab, die mich angreifen. Aber ich mache einfach mal schnell. Ja, hier gab's, genau, ich hab grad so einen kleinen Fisch gesehen. Ja, diese kleinen Fische, die können mich angreifen. Wusste ich doch. Aber ich hab 3 Medkits, also das sollte nicht das Problem sein. Perfekt. Scheiß mal auf Gold, bin ich ehrlich mit euch. Okay, es gab wirklich nicht mehr. Ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, im Kopf, dass es mehr gab. Aber ich gebe mich sehr zufrieden mit dem, was wir gefunden haben. Ich habe gerade in dem Video gesehen, dass das mit der Captain's Kabine erst im späteren Verlauf des Games gekommen wäre. Wir haben es theoretisch gesehen jetzt schon. Ist jetzt auch nicht schlimm. Ich habe jetzt ein bisschen was dadurch vorweggenommen. Aber wir haben sowieso erstmal andere Sachen, um die wir uns kümmern werden. Und wir haben damit einfach schon mal, was ich gut finde, einfach die Aurora abgecheckt und sind per se fertig damit. Müssen also nicht nochmal wieder hierher. Nur wenn ich offline farme und sage, ich brauche noch ein bisschen Titan, weil dann kann ich mir das easy holen, zum Beispiel über das Seemotten-Deck. Wir springen hier runter. So einen großen Sprung will ich in Real Life niemals machen. Aber dann hätten wir das auch. Wir haben guten Fortschritt gemacht, diese Folge. Ich hoffe, Reaper-Spaß ist jetzt nicht hier. Energietransmitter-Fragment. Schubkanone haben wir schon. Ist das ein fettes Titan-Vorkommen? Das ist ein... Big Chunk, Alter! Okay, Leute, was haben wir jetzt hier alles neu? Wir haben den Energietransmitter, ja. Wir haben fast den Zyklopen-Maschinenbauplan fertig. Wir haben die Stoßkanone. Wir haben den Krebs fertig. Wir haben Neptun-Startplattform.
Die ist ja gar nicht so teuer. Das ist das, was wir, glaube ich, aus dem Dings haben. Aber das brauchen wir erst zum Endgame. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Das ist nicht, noch nicht so wichtig. Wir haben den erweiterten Kabelsatz. Ja, aber den hatten wir jetzt schon vor. Der Dings. Einzelbett, Doppelbett, Glastisch. Ja, hier ein paar Sachen. Ich habe irgendwie... was ich mir erhofft habe, bin ich ehrlich, war der Dockraum für Seemotter und sowas. Damit wir das für unsere Basis... Aber das wird es dann wohl woanders geben. Haha! Jetzt kann sie nämlich 300 Meter tief. Geil. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Und ja, mal sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!